Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play vom Drake Projekt auf dem Minecraft-Server von mir. So, jetzt bin ich wieder zurück. Ich habe herausgefunden, dass die Blöcke, die neu hinzugekommen haben, auf der Snapshot-Version sehr schlecht, ja, noch viel Performance brauchen und so. Deshalb legt es dort ab und zu. Aber jetzt habe ich hier auf unserem Server jetzt Optifine, das sieht man hier zum Beispiel. Grafikeinstellung, hier kann man jetzt Performance, Details und so einsehen. Dann habe ich einen Shader, ich aktiviere ihn mal, hoffentlich leckt es nicht. Ich habe ihn noch nicht getestet. Motion Blue leckt, ich weiß jetzt nicht, ob es hier leckt. Ja, es leckt ein bisschen. Bisschen wenig Performance. Bisschen rund stehen, vielleicht ein bisschen. Was soll ich? Ja, jetzt sieht es halt nicht mehr so schön aus, aber es leckt nicht mehr so. Und alles wackelt irgendwie. Naja, wir spielen ohne. Aber das liegt dann. Ja, aber dass es nicht so flüssig läuft. Ich will da noch meinen Pelzer nicht die Schuld geben. jetzt sieht es eben so scheiße aus. Muss ich das wieder hochstellen? Geht's nicht mehr? Okay. Hier mache ich auf 400 und hier mache ich auf Weite. Yeah, flüssig. So ist doch schon. Das reicht. Ich habe hier alles mal gemacht schon. Und die liegen jetzt, weiß nicht. Wahrscheinlich schon hier. Wieso geht die Kiste nicht auf? Weil es laggt. Server, wieso laggst du? Hier habe ich mal alles Zeugs rausgenommen, das nicht hier reinpasst. Das eigentlich auch nicht. So. Und hab's hier reingetan. Und das Essen habe ich hier oben hingetan. Und hier haben wir eine Schere, die auch nicht hier reinkommt. So. Also, wir haben ja die Spitzhacke letztes Mal verzaubert. Wo ist sie? Da. Mit der könnte man gut meinen. Wo sollen wir die mitnehmen? Wir nehmen sie momentan noch nicht mit. Und gehen zu Warp Mining 2. Bei 3 waren wir schon. Jetzt gehen wir auf 2. Und passen hier auf den Creeper auf. Und wir gehen jetzt nach Norden. Ich habe Bock nach Norden zu gehen. Autsch, da ist ein Scharfschütze. Da müssen wir aufpassen. Hier haben wir Schneebiom und ein Bergbiom. Wir könnten eigentlich hier meinen. Wieso nicht? Also wenn wir jetzt hier runterbuddeln, dann haben wir hier Bergbiom. Wie groß ist denn das Bergbiom? Nein. X was. Oh, das ist ja gigant. Oder ist das gar nicht mehr Bergbiom? Es ist seitlich. Weil jetzt können wir hier Smaragde finden. Dann gehen wir jetzt hier runter. Einfach so runtergehen. Holen dann, wenn wir unten sind, die Diamantspitzhacke zum Abbauen. Weil die natürlich tausendmal schneller geht mit der Effizienz. Und ich sehe überall Creeper und andere Monster auf der Karte. Aber jetzt haben wir eine schöne Karte, das ist doch ein bisschen besser.
Und das ist Zahns Minimap. Und was habe ich noch drin? Ich glaube nichts mehr. Das war alles. Und wenn ihr noch Vorschläge habt für Mods, wo auf dem Server gehen, also nicht Cheating sind und nur nicht andere Blöcke einbauen und so, sonst geht es ja nicht mehr. Wenn ihr solche Mods habt, dann dürft ihr die gerne mir posten unten in die Kommentare. Und ja, mal schauen, was ich noch verbessern kann. Es gibt, glaube ich, noch einen Mod, der die Blätter und Bäume ein bisschen 3D-er macht, also ein bisschen ausstehender und so, ründlicher. Ob ich den installiere, ob ich den wirklich wiederfinde, keine Ahnung. Aber wenn ihr wisst, welchen Mod ich meine, dann dürft ihr das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann hilft es mir auch ein bisschen weiter und ihr habt eine schöne Grafik. Oh, wir sind zu weit, wir sind zu weit, wir sind zu weit. Dann schauen wir uns doch schon mal. Wir müssen auf die Ebene 12. So. Und werden hier noch ein bisschen nach Süden gehen. Und jetzt /set home Bergstrip. Ja, wir haben einen Bergstrip gebaut. So, und zurückgehen. Die Spitzhacke mitnehmen. Die wunderbare Spitzhacke. /home Bergstrip. Und jetzt machen wir hier. Können wir eigentlich direkt hier anfangen. Geht das schnell, das ist Wahnsinn. Und wo sind die Smaragde? Hä? Wo sind sie? Ich brauche ein paar Smaragde. Ah! Wir haben den ersten. Dann können wir zu den Dorfbewohnern gehen und mal ein bisschen tauschen. Die haben sicher gute Sachen. Wir haben ja schon ein Dorf gefunden, ein Wüstendorf. Und dort hat es viele Bewohner. Wir könnten auch ein Dorf alles bauen. So. Und Eisen nehmen wir auch mit. So. Wir hören irgendwie ein Skelett. Dann müssen wir vielleicht mal auf die Seite gehen. Ah, das ist ein Riss. Hoffentlich in unserer Ebene. Skelett müsste hier sein, irgendwo. Ja, es ist weiter oben. Ach Gottchen. Jetzt haben wir es. Nein, wir werden jetzt aufgereden. Ich will da aufnehmen. Nein, ich nehme nicht ab. Also weiter geht's. Dort hat's ein bisschen Gold. Und die Aas habe ich gesehen. Ich habe die Aas gesehen. Ich bin glücklich. Ich bin happy. Goes on happy. Happy, happy. Ich hatte einen Eimer, der leer war und trotzdem kam was raus. Toll, die Lex. Ah, ein Dia. Wow. Sehr, sehr, sehr nett. Crazy. Da kommt man ja noch ein Schock über. So. Wir gehen aber wieder zurück, wir strip minen. Ich wollte noch schauen, was da ist. Und das war ja auch ein bisschen erfolgreich.
Sollte irgendwas noch ein bisschen zurück, denke mal mit Threads laggt es noch ein bisschen. Da habe ich off. Multicore. Irgendwas, was noch Performance verbraucht. Nein, ich habe genug FPS, ja. Sehr schön. Jetzt läuft es auch ein bisschen flüssiger, weil es war auf 22 FPS. Und dann habe ich immer so ein bisschen komische Maussteuerung. Und eben, es ist ein bisschen zu langsam. So, ja, ein bisschen schwammig wird es dann, wenn es 122, also 22 ist. Ja, das Eisen nehme ich jetzt nicht mit. Hey. Das können wir immer noch mitnehmen, wenn wir zurückgehen oder so. Und wir graben uns weiter mit Lapis Lazuli. Das könnten wir dann gebrauchen im 1.8. Das nehmen wir doch gern mit. So, weiter mit Redstone. Der Mega Coolman auf meinem Server, der ist auch OP, der kann mir da gerne mal etwas beibringen über Redstone. Und dann kann ich euch auch coole Sachen bauen. Er kann sogar eine Uhr bauen, die in digital, also in Ziffern, also in ja, Ziffern sind es, angibt, was für Uhrzeit ist und sogar die Sekundenzeiger. Da haben wir doch etwas Schönes für unseren Server. Irgendwo auf das Spawn-Gebäude tun, diese Uhr oder so. Wäre doch toll. So, Eisen haben wir hier. Aber ich brauche Dias. Ich brauche doch Dias. Sind wir noch im Biom? Ja. Ah, das ist X Extreme Hills Plus. Und was ist der Unterschied? Noch größere Berge. Hm. Ah ja, der Mega Coolman hat das Gebäude ganz am Anfang, wo man gesehen hat, am Bauen ist. Der hat das früher mal gemacht. Er hat das nicht weitergemacht, aber vielleicht macht das ja noch weiter. Und ja, dann mache ich eine Hängebrücke dorthin. Oder könnte sie jetzt nachher schon machen. Aber dafür brauche ich ja wieder Holz. Müssen wir ein bisschen Holz holen. Wir könnten mal den ganzen Wald auf dem Berg, wo wir haben, mal wegmachen. Und dann ein bisschen gerade machen. Und dort eine Baumfarm hin tun. Oder unten. Oder sonst irgendwo. So, was haben wir hier? Hier haben wir Lava. Hier haben wir Eisen. Noch mehr Eisen. Und wir haben ein bisschen Hunger. So. Okay. Aha. Gehen wir wieder hier durch. Was haben wir hier oben? Nix, schade. Also dann gehen wir weiter. Wir könnten jetzt wieder zurückgehen, indem wir hier rüber gehen. So. Und jetzt weiter. Oh. Da fühlt sich der Drago happy. Wir haben jetzt 4. 5! Ist cool. Wir haben 5 Dias. Wir sind reich. Wir sind ganz reich. Oh, reich. Reich. Weiter graben. Weiter graben. Weiter graben. Weiter graben. Weiter graben. My fist in your face on the floor.
Das ist aus dem Tekken-Song, dem offiziellen Fame-Song. Aber ich kann den Song noch zu wenig gut. Vor allem weiß ich ihn jetzt gerade nicht, wie er weitergeht. Und wir sehen schlecht. Wir müssen die Fackel setzen. Nein, 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 nein. Wow. Ohne einmal zu erwischt zu werden, haben wir die besiegt. Das sind meine schlimmsten Gegner. Die sind so klein, haben so kleine Angriffsboxen und alles Mögliche. Ich will aber fucken. Wir bekommen so viel Stein, wir müssten ein riesen Lager herstellen. Also ein riesen Lager bauen, um dann diese Steine zu lagern, weil wir könnten sie gut gebrauchen. Es geht noch weiter. Und dann können wir riesen Burgen bauen, alles Mögliche. Also es wird noch viel kommen in diesem Projekt. Und vielleicht macht ja auch bald wieder einer mit. Wäre ich toll, sehr toll. Also die Anmeldung ist kostenlos. Einfach anmelden. Ihr müsst sogar, also ihr müsst nicht mal aufnehmen, um auf den Server zu kommen. Einfach irgendwas bauen. Oder mal dabei sein. Wenn ihr Skype habt und ein gutes Headset, dürft ihr auch mal dabei sein. Und ja, es gibt eben das RPG Battle-Zeugs, Kriegszeugs. Und dort könnt ihr ja ein Reich unterstützen, indem ihr Krieger sein, ein Held sein seid und ja, dort ja, das Reich beschützt und ein anderes Reich angreift, Krieg führt und so weiter. Und da sind wir schon recht weit, wer die Ding nicht gesehen hat, die RPG-Folge an, also 2, der kann es kurz hier sehen, ich werde es kurz zeigen. Und da sind wir schon recht weit gekommen. So, können wir mal Game Mode angeben. Ja, zum Beispiel hat hier jetzt der Tigre 4 mal ein bisschen gelb hier gebaut. Hier hat er eine Pferdefarm gemacht, die wird wahrscheinlich wieder abgerissen oder sonst irgendwas. Der Gamersucht X hat das blaue Reich, der hat noch nicht begonnen, weil er momentan an einer Beerdigung ist, weit weg und da haben noch ein bisschen Ferien gemacht zum Erholen. Hier habe ich gebaut, aber das gebe ich wahrscheinlich Emodam, wenn er Bock hat. Und auch etwas macht. Und im Roten Reich baut 19Gamer 97. Und ja, es geht im Moment auch nicht so gut. Dann baut er auch nicht so viel. Und hier kommen dann die Zwischenreiche. Hier zum Beispiel das Orange Reich kommt hier dazwischen. Das geht dann hier so weiter. Und wird dann, ja, auch gebaut. Und hier kommt das hellgrüne Reich hin. Und dann kommen hier und hier hinten dann noch ein paar. Also noch zwei. Und dann haben wir die slash home. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Habe ich es jetzt nicht gebaut? Hä? Ja, dann werde ich so hingehen. Nein, ich will nicht zu Drago Basel. Elite RPG.
RPG Elite. Ja. Jetzt müssen wir sie nur noch suchen. Wir haben sie am Nullpunkt gebaut. Dazu gehen wir jetzt mal zum Nullpunkt. Da müssen wir vielleicht so hingehen. Ja, hier müsste es sein. Hier ist schon mal die Mauer, also die Grenze zur Mauer. Und hier ist zum Beispiel das Weiße Reich, wo Mega Coolman baut. Und hier drüben werde ich wahrscheinlich das Dunkle Reich, also das Schwarze Reich machen. Und hier drin steht dann, was die Pflichten sind. Da dürfen dann auch die von den anderen Reichen, aber nur die Könige und die Bauleiter müssen das eigentlich beweisen, einhalten. Und ja, damit das gut ist. Und hier haben wir eine Map. Jo. Also dann schauen wir, gehen wir wieder zurück. So, Game Mode ist aus, gut. Haben wir ein Bett hier? Wir haben doch irgendwo ein Bett gemacht. Haben wir Wolle? Wir haben nur orange Wolle, aber nur eine. Ne, wir haben kein Bett. Aber wir können uns wehren. Dazu werden wir uns jetzt hier mal ein paar Bäume wegmachen. Die sind nämlich im Weg. So, aber nicht lecken momentan. Jetzt lädt wieder die Welt. Jetzt muss man zuerst wieder die Welt geladen werden. Es geht immer ein bisschen leckiger. Blöder Zombie. Wie ist der da hochgekommen? Oder war der schon hoch? Hinter den Regalen oder so? Dieser Schlingel. So. Hier geht leider der Mod, der Ding mit dem Baumunfall nicht, weil er natürlich bündig ist an irgendwas. Wenn er irgendwo an einen anderen Baum grenzt, dann fällt er nicht um. Das ist blöd. So, einen haben wir schon. Das können wir probieren. Ja, die werden wir noch nicht. Okay, müssen wir. Drüben ist noch einer. Der fällt jetzt runter. Gut. Jetzt hier. Nächster Baum. Da brauchen wir schon fast wieder eine bessere Axt. So viel zum Abbau. Würde viel schneller gehen. Können wir noch ein bisschen Effizienz verzaubern. Oh, ein Bug. Ein Anzeigebug. Das dachte ich schon, ich falle runter, weil irgendwie der Baum runterstürzt. Ach, der geht auch nicht. Machen wir mal die kleinen weg hier. Die bündig sind. Ja, der ist ja nicht bündig, aber dann können wir immerhin Ding. Was ist bündig? Wo liegt das Problem? Hier oben. Dann werden wir doch mal hier ein bisschen locker. So, jetzt ist es nicht mehr bündig. Jetzt solltest du eigentlich kaputt gehen. Wieso stürzt du denn nicht um, wenn ich sage? Stürzt doch um. An was liegt's denn? An den hier. Ach komm schon. An
dem hier oben wahrscheinlich. Ja, toll, hier ist noch eine. So. Komm, stürz um. Hey, hallo. Das ist denn doof. Oh, hier drüben hat's wahnsinnig viele Bäume. Hier unten ist ein Skelett und es leckt immer noch ein bisschen wegen der Weitsicht oder wieso? Hm, komisch. Optionen, Grafikeinstellung. Dann mache ich das auf Default. Ja, jetzt leckt es nicht mehr. Zwar wegen dem Multicore. Jetzt, haha. Ja, es ist sehr buggy, also. Ich musste nur ein bisschen Blätter noch entfernen. So. Ah, hier unten haben wir noch. Gut. Da nach oben wieder bitte. Dann haben wir hier Bäume. So. Okay, das reicht. Machen wir das nächste Mal weiter. Dankeschön fürs Zuschauen. Das war leider eine Arbeitsfolge wieder, aber schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr am liebsten seht bei Minecraft, was ihr am liebsten haben wollt, und wir können das arrangieren. Und ja, aber eben ein Let's Play, da gehören auch mal schlechtere Parts dazu. Und jo, ich hoffe, es wird dann wieder besser. Und deshalb sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye!